Der Rosenmontagszug 2020 hatte so einiges zu bieten. Nicht nur die Zahlen beeindrucken. 2469 Mitwirkende in 197 Zugnummern, 48 Festwagen, 94 Fußgruppen und rund 20 Musikkapellen, um nur einige der Zahlen zu nennen. Aneinandergereiht hätte der Zoch eine Aufstelllänge von 2028 Metern, also knapp über 2 Kilometer. Ab 12.11 Uhr war er unter der Leitung von Zugmarschall Olaf Kulak unter den Augen von rund 120.000 Menschen auf der 5 Kilometer langen Zugstrecke durch Koblenz mehr als 2,5 Stunden unterwegs. Also Rosenmontag war wirklich schön, war wirklich fantastisch. 197 Zugnummern, ganz tolle Fußgruppen, ganz tolle Wagen, alles fantastisch. Es war ruhig in der Stadt, also nicht feiermäßig, sondern eher in dem Gewaltpotenzial, was da war. Auch fantastisch, die Leute hatten einfach Lust, Karneval zu feiern und wollten sich nicht ärgern. Und das war das Schöne, jetzt dieses Jahr am Rosenmontagszug. Es hat einfach Spaß gemacht. Traditionell tagt mit den noch frischen Eindrücken vom Zug die Romo-Jury, um die besten Beiträge in verschiedenen Kategorien zu finden und auszuzeichnen. Die Auszeichnungen erfolgen jedoch erst wesentlich später. Ja, die Preisverleihung machen wir traditionell immer beim AKK Frühshoppen im Sommer. Das wird so im Juni stattfinden. Den Termin haben wir noch nicht festgelegt. Und da werden dann die besten Wagen und alles wird prämiert. Mit nicht weniger als 7, aber auch nicht mehr als 10 Punkten insgesamt pro Kategorie und mit einer Höchstpunktzahl von 4 Stimmen pro Einzelbeitrag durfte jedes der 23 stimmberechtigten Jurymitglieder die Beiträge bewerten. Die Jury besteht traditionell aus dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval, AKK, dem Dachverband der 43 Koblenzer Karnevalsvereine, 4 Pressevertretern und vom Delegiertentag gewählten Vereinsvertretern und natürlich den amtierenden Tollitäten. Also bisher ist jetzt das Loch noch gar nicht so extrem groß. Ich muss mich erstmal wieder damit zurechtfinden, dass ich jetzt unheimlich viel Zeit habe für mich selbst. Und tatsächlich bin ich gerade so im Verarbeitungsprozess. Also die ganzen Eindrücke, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, die jetzt irgendwie nochmal zu reflektieren. Ich habe jetzt gestern und heute mal nochmal Fotos geguckt von Anfang Januar, nochmal Videos geguckt, auch so Sachen, die jetzt wirklich schon ein bisschen länger zurückliegen. Und das ist nach wie vor noch unheimlich schön. Das Loch kommt wahrscheinlich erst noch, wenn die Zeit noch ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Auch Prinz Marco ist immer noch begeistert vom Erlebten. Der Rosenmontag war Weihnachten, Pfingsten, Ostern zusammen. Also was da wirklich auch an Herzlichkeit wieder von den Leuten rüberkam, war großartig. Wir konnten werfen, was das Zeug hielt. Dafür auch wirklich nochmal vielen Dank an unsere Unterstützer. Es hat einfach nur Freude bereitet. Das Wetter hat mitgespielt nachher. Es ist trocken geblieben. Die Leute waren friedlich und hatten Spaß am Feiern. Und die Stadt war voll. Und deswegen war es großartig für uns. Die Jury hatte in 4 Kategorien und für 2 Sonderpreise zu entscheiden. In der Kategorie Motivwagen standen nach dem Aussortieren der aus den Vorjahren unveränderten Wagen, die fliegen vorher raus, noch 13 Motive zur Abstimmung. Mit großer Mehrheit fiel die Wahl für den besten Beitrag auf die Zeitmaschine der K. Junse St. Peter aus Neuendorf und Wallersheim. Auf Platz 2 folgen die Fidele Mädchen aus Wallersheim um Petra Engel mit einem bunten Wald voller Glückspilze. Platz 3 geht an den AHC für die gekonnte Umsetzung des kommunalpolitischen Themas des vergangenen Jahres, dem Koblenzer Brückenchaos. 2. große Kategorie, die Komiteewagen. Gleich 7 Vereine hatten ihren Komitees einen neuen fahrbaren Untersatz gestaltet. Oftmals waren dafür auch die neuen Zulassungsrichtlinien für die Karnevalszüge der Auslöser. Dass sich das mehr als gelohnt hat, zeigten die Prämierung auf Platz 1 für den Wagen des Kinderprinzenpaars aus Neuendorf, auf Platz 2 für das 11,11 Meter lange, nagelneue Narrenschiff der Narrenzunft Gelb-Rot. Und mit ihrem ersten eigenen Wagen landete auch der erst 5 Jahre junge Koblenzer Karnevalsclub auf dem begehrten Treppchen, nämlich auf Platz 3. Bei den Fußgruppen überzeugten die flammenden Domingos aus Metternich. Vor den ebenfalls liebevoll gestalteten, wandelnden Duschen der Fußgruppe der KG Blau-Weiß Moselweiß. Platz 3 ging hier an die, wie immer in liebevoller Handarbeit, das gilt übrigens für alle Prämierten, erstellten Kostüme der Schwänger vom Schwanenteich, eine Fußgruppe, die ganz oft unter den Prämierten zu finden ist. Der Preis für die ausgefeiltesten Technik, Features und Spezialeffekte ging übrigens ebenfalls an die Zeitmaschine. Den Sonderpreis der Lions Rhein-Mosel erhält die KG Blau-Weiß-Gold Koblenz-Rauental
Und der Sonderpreis des NC Warschem geht an die Husaren nach Gülz. Bei den Sonderpreisen für die Fußgruppen geht es um das insgesamte Erscheinungsbild und das gesamte Auftreten des Vereins im Zug. Herzlichen Glückwunsch an alle Ausgezeichneten. Alle Vereine erhalten ihre Auszeichnung, wie gesagt, beim Frühschoppen der AKK im Weindorf im kommenden Sommer. Und die Wagenbauer, darauf können Sie sich verlassen, stehen übrigens schon jetzt wieder in den Startlöchern, um die neuen Ideen für den Rosenmontagszug 2021 umzusetzen.